Danke, Briefkasten. Gern geschehen. Wir haben gerade einen richtig schicken Brief gekriegt. Ich hab mal einen Brief! Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Wir haben einen Brief gekriegt. Ich frag mich nur von wem. Ja, also so war das damals bei mir, als ich die Serie geguckt habe. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber deswegen bin ich YouTuber geworden. Weil ich glaube, ich habe ein undiagnostiziertes ADHS-Problem. Hi Freunde, ich bin Lilikopus Brain oder einfach nur Yannick und möchte euch mit diesem Intro in die Zeit zurückholen, wo man noch vor dem Fernseher irgendwelche Cartoons geguckt hat und manche Cartoons einen bis heute verändert haben und man dadurch einen besonderen Geschmack hat. You talking to me? Wir spielen heute ein neues Spiel namens Amanda the Adventurer. Denn wie man es kennt von Dora oder so, haben wir heute Amanda auf unserer Seite und sollen ihr bei ihrem großen Abenteuer helfen. Also, ich hoffe, ihr seid mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt mir und Amanda weiterhelfen. Also schreibt gerne immer in die Kommentare, was wir tun sollen, weil wir können die natürlich lesen, weil wir in die Zukunft gucken können. Und das ist... Und halt's Maul, Yannick. Fangen wir einfach an. Episode 1. Jawohl, rein damit. Okay. Amanda the Adventurer. Hi, I'm Amanda. Hi. And I'm Wooly. Das ist ein Schaf. I love apples. Do you like apples? Ich mag Äpfel, ja. Pock. I'm allergic to apples. That's okay. You should never be afraid to try something new. But we don't even know where the store is. Wo ist der Store? Do you know where the store is? Wo ist der Laden? Oh, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hier ist der Laden. Ich glaube, das ist es. Do you know where the store is? Ich glaube, das ist es. Do you know where the store is? Ich habe so oft falsch gemacht, dass sie alle falschen Möglichkeiten weggenommen haben. Bin ich deswegen durch die Grundschule gekommen und nicht mehr sitzen geblieben? Ich glaube, der Store ist hier. Ja, that's right. Let's go. Toll. We're at the store. Toll. Sure looks crowded. And look, there are apples. Ja. Can you see apples? Ich sehe Äpfel. Where? Right. Say apple. Say apple. Bananen. Apple. Tomat. Good job. Now we can. Ich habe nicht Apple geschrieben. Das war Episode 1. Also wenn das eure Pilotfolge ist, bin ich ziemlich sicher, dass eure Serie floppen wird. Aber es ist schon mal sehr interessant zu sehen, dass trotzdem einfach Angaben getätigt werden, die ich nicht eingebe. Ich werde mal weiterhin das trotzige Kind spielen, was ziemlich kacke ist und das Spiel kaputt machen will. Mal gucken, wo mich das hinführt. Wahrscheinlich in nicht einen zufriedenstellenden Job. Oh, well. Okay. We don't have much time. Whatever you do, don't. Hi, everyone. Whatever you do, don't. I'm Wooly. Okay, I don't. Today, we're going to get meat for Grandma. But isn't Grandma a vegetarian? Can you tell us where the butcher is? Wir sollen zum Schlachter und das Schaf hat gerade gesagt, ist unsere Oma nicht eigentlich Vegetarierin? Ich glaube, das Fleisch ist hier. Can you tell us where the butcher is? Das Fleisch ist hier. The butcher? Okay, ich glaube, ich weiß, wo das Fleisch ist. Can you tell the meat man what we need? Das Schaf hat gesagt, dass wir das nicht tun sollen. Also, nope. Can you tell the meat man what we need? Ich gebe jetzt nochmal nope ein. Nope. Tell him what we need. Boah, ist die böse. No. Ich gebe gerade nicht meat ein. Ich gebe... That's right. Hilfe! Warum hat die ihren Mund so offen? Warum sieht alles so nach Cartoon aus, aber das Fleisch sieht aus wie straight up wirklich von einem Schlachter? Warum guckt sie das Schaf so? Wenn jetzt in Episode 3 mein Lieblingscharakter Sheepy nicht mehr mit dabei ist, dann werde ich ganz schön sauer. Okay, wir haben noch eine Episode vor uns. Ich weiß nicht, ob ich auf diese Episode klicken will. Ich muss doch. Ihr wollt doch aussehen, wo das hinführt, oder? Ja! Yeah!
dark out. Ja. Let's go home. Wir sollten nach Hause gehen. Wie wär's, wenn wir eine Runde Schaukel gehen? Es macht Spaß. Home. Home. Schaukeln. Where's the house? Wo ist Sheepy? Knock on the door. Ich klopfe am Fenster. I want to go inside. Ich gehe durchs Fenster. Let me in. Kommt ihr jetzt zu uns nach Hause? Wenn es jetzt gleich bei mir zu Hause klingelt, dann ich brech zusammen. Essen ist fertig. Was soll ich schreiben? Nein, Sie verstehen das, glaube ich, nicht ganz. Ich habe jetzt gerade etwas gesehen, das hat mich so sehr traumatisiert. Ich muss jetzt zu Ihnen kommen. Jetzt, auf der Stelle. Auf der Stelle. Es ist, mir ist vollkommen egal, was Sie sagen. Ich werde jetzt einfach vorbeikommen. Ich werde...